Es ist gar nicht so einfach, diesen Gast jetzt hier anzumoderieren und das Thema, nämlich Seelenbilder, für die, die das nur als Podcast hören, wird es natürlich dann schwer, wenn später ein, zwei, drei Bilder mal auftauchen. Aber dieses Thema hat mich sofort angerührt, denn wir leben in einer Zeit, wo die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt. Aber die Kunst, richtig verstanden, hat die Möglichkeit, uns zu unserem Innern zu führen. Und der Sven Hähnchen, der heute mein Gast hier ist, ist diesen Weg gegangen und er malt Seelenbilder und berührt die Menschen, für die er das tut, im tiefsten Innern. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Sven, ich danke dir von Herzen, dass du damals die Initiative ergriffen hast, ja, der du hier und da schon auch ein Video von Neue Horizonte dir angeschaut hast und gesagt, das ist irgendwie meine Wellenlänge. Ja, ja. Und das haben wir ja beim ersten Telefonat auch sofort gespürt. Ganz genau. Einfach mit der Tür ins Haus. Es gibt keinen Beruf. Keine dreijährige Berufsausbildung zum Seelenbildermaler, sondern da kommt das Leben ins Spiel, um jemanden dorthin zu bringen. Magst du kurz skizzieren, wie dein Weg dahin war? Weil es gibt sehr gerne. Ja, es gibt ja auch ein Leben vor den Seelenbildern. Absolut. Und einfach das darf auch in Zeitraffer, wie du magst, aber dass die Menschen einfach ein Gespür bekommen, aha, okay. Und je konkreter du das schildern kannst, desto leichter fällt es den Menschen, die zuhören, das auf ihr eigenes Leben zumindest hin zu überprüfen. Ja, ob ja. ich doch da, hier, habe ich ein Zeichen übersehen oder wie auch immer. Mhm. Also Sven, wie bist du da hingekommen? Das mache ich sehr gerne. Ich freue mich erstmal hier zu sein und habe den Weg gefunden. Ich habe mir meinen Parkplatz direkt vor dem Studio manifestiert, so wie es sein soll. Ja. Komme gerade von einer anderen Veranstaltung, wo ich live Seelenbilder gemalt habe für 16.000 Menschen. Ui. Und bin total glücklich, hier zu sein. Ja. Ich habe gute Tools heute an die Hand gekriegt, wie ich die Erdung wirklich... Tools sind Werkzeuge, ja? Genau, Werkzeuge. Okay. Ihr jungen Leute. Ja. Genau, wie man sich erden kann, um wirklich jetzt präsent hier zu sein und die Leute anzusprechen. Und mein Weg begann damals mit dem Aus... Ich bin damals aus der Bundeswehr raus. Ich war Koch in der Bundeswehr. Mhm. Also davor war ich auch Koch. Ich bin mein Leben lang Koch gewesen. Mach das auch noch mit dem Herzen sehr gerne. Ja. Und koch für meine Familie. Und bin damals auf der psychischen Ebene aus der Bundeswehr raus. Jetzt denkt man natürlich, hey, so ein Mensch, Bundeswehr, das passt doch gar nicht. So wie ich jetzt aussehe, das kein Mensch denkt, ich war in der Bundeswehr. Du hast ja eine bestimmte Motivation gehabt. Genau. Die Motivation war damals wirklich, nochmal das zu erfahren, sich Befehle erteilen zu lassen. Und all dies nochmal wirklich zu erfahren und zu merken, so hey, das bin ich gar nicht, das möchte ich gar nicht. Ja. Mein Weg hat sich schon da, obwohl ich noch gar nicht wusste, schon rauskristallisiert. Und das Herz, das hat geblutet und geschrien. Und dann bin ich damals wirklich auf der psychischen Ebene rausgegangen. Das war ein harter Schlag, es hat 3 Anläufe gebraucht. Und es war das Beste, was mir je passieren konnte. Denn ich habe in dem Moment alles aufgegeben. Und mir war gar nicht klar, wie groß diese Spalte sein wird, wo ich da auf einmal bin und reinrutsche. Ja. Und was dann alles noch kommt. Ich habe wirklich alles verkauft aus meiner Wohnung. Der Job war gekündigt. Ich hatte noch eine Abfindung gekriegt. Und hatte somit Zeit mit der Abfindung 1,5 Jahre wirklich erstmal zu sehen, was will ich eigentlich, was möchte ich. Das war ein 6er im Lotto. Und habe mir einen Bus gekauft. Von dem Geld, was ich noch hatte,
habe ich mir einen Bus gekauft. Und es hat genau gereicht. Und ich hatte nichts mehr. Nur noch diesen Bus, ja, meine 3-4 Sachen, die mir lieb waren. Und bin dann losgefahren. Das weiß ich noch. Ja. Wie lange ist das her? Das müsste jetzt mittlerweile, also ich weiß es nicht genau, aber mittlerweile müssten es 4 Jahre ungefähr sein. Mhm. Ich habe die Zeit verloren. Ja. Es ging nach dieser Zeit, wo ich raus war, ging das los. Erst waren es Tage, dann waren es Monate und mittlerweile sind es Jahre. Und es ist also es ist nicht mehr relevant, welcher Tag ist. Nee, das ist, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich muss öfter mal in den Kalender gucken, was haben wir denn überhaupt heute für einen Wochentag. Ja. Und bin dann immer weiter zu mir gekommen. Die Reise ging dann irgendwann nach Leipzig. Das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Wo sich dann meine jetzige Berufung gezeigt hat. Ich habe ein Jahr in Leipzig gelebt, war unterwegs hier im Park, in Clara Park. Und diese ganzen Sachen habe ich alles erlebt. Konnte jeden Tag wirklich wunderschön in Seen baden und alles. Habe einfach gelebt. Mhm. Und ohne zu wissen, was kommt. In deinem Bus? In meinem Bus, genau. Da war ich noch alleine. Mhm. Und dann eines Tages, ich hatte nichts mehr, kein Geld mehr, war am Ende so angekommen, da hatte ich noch 500 Euro in der Tasche. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich mit den 500 Euro genau das, was ich liebe. Und wusste gar nicht, was das ist. Und dann stand ich vor so einem Laden für Künstlerbedarf, bin da reingegangen und habe einfach die Sachen gekauft, die andere Menschen kaufen. Also ich habe noch nicht mal was über Kunst gewusst und was das ist. Ich habe einfach nur geguckt, die kaufen das und das. Das muss ich auch haben. Keine Ahnung warum, aber man braucht es anscheinend. Und also letztendlich habe ich mir Farben geholt und Leinwände. Bin dann wieder in den Park gefahren. Und ich weiß das noch ganz genau, das war so Sommeranfang. Das war so noch so leicht warm. Das war schon leicht warm. Und ich habe mich unter einem schattigen Plätzchen, also ich habe ein schattiges Plätzchen gesucht, einen schönen Baum. Da habe ich dann die Leinwände ausgebreitet, die Farben. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gar keine Pinsel. Klasse! Also das Wichtigste habe ich vergessen. Ja. Und in dem Moment war mir klar, es ist gar nicht wichtig und habe meine Finger genommen. Habe ich mir sofort gedacht, wenn ich keinen Pinsel habe, nehme ich meinen Finger. Ganz genau. Und dann kam dieser Punkt, der mein Leben verändert hat. Auf einmal fing ich an, mit dieser Farbe meine Chakren zu malen. Ich wusste gar nicht, dass ich meine Chakren male da zu dem Zeitpunkt. Okay. Das habe ich erst später erfahren, dass ich die Form und Größe, wie die ausgebreitet sind und so weiter, gemalt habe. Und ich mal und mal und mal und bin so in Trance. Ich war im tiefsten Trance und bin erst wach geworden, wo es wieder kälter wurde, weil ich gemerkt habe, es ist sehr langsam jetzt dunkel. Ich müsste mal aufwachen und gehen. Ja. Und das war so der Einstieg, wo ich wusste, es hat was mit Farbe, es hat was mit Malen zu tun und ich weiß noch gar nicht was. Und dann ging die wundervolle Reise weiter. Ja. Das heißt, an dem ersten Abend, da ist noch niemand dazu gekommen. Aber später. Aber später. Die Zeit hat es gezeigt. Ich bin dann noch 1,5 Jahre rumgefahren. Ich weiß das gar nicht genau. Und habe in der Zeit wirklich für mich gemalt. Also es ging nur um Prozesse in mir. Jetzt fragt natürlich der Kriminalist in mir, du hast gesagt, du hättest nur noch 500 Euro, also kein Geld mehr. Mhm. Hast dir Leinwände und Farbe gekauft, ohne Pinsel. Und dann noch 1,5 Jahre weitergefahren? Ja, ja. Wie geht das? Also die Bundeswehrzeit hat mir halt diese Chance gegeben, die Übergangsgebührnisse. Also ich habe halt Geld gekriegt, weil ich früher rausgegangen bin. Ja. Und man kriegt halt immer so Abfindungs... Ja, ja. Und das war noch was da, also was angespart ist, war noch da. Ja. Aber das Geld von der Bundeswehr war komplett weg, also im Monat. Ich hatte keine Einnahmen mehr. Ich hatte jetzt wirklich nur noch diese 500 Euro und noch ein paar zerquetschte so als Erspartes. Und das war so viel, dass ich vielleicht 200 Euro hatte im Monat. Und Also genau, ich habe jetzt von 500 Euro, kannst du nicht 1,5 Jahre noch weitermachen. Ja, und dieses Geld hat gereicht, um loszugehen. Und dann wirklich diese 1,5 Jahre für mich zu malen und habe dann aber auch in der Zeit schon angefangen, Menschen kennenzulernen, die ein Bild haben wollten. Ja. Und ich wusste aber gar nicht, was ein Bild? Und dann habe ich denen das einfach gemalt und ich habe die alle verschenkt zum Anfang, weil ich es mir noch nicht wert war auch. Mhm. Dieser Wert war noch nicht sichtbar. Ich habe mich noch nicht gesehen, den Wert in mir. Ja. Und ich durfte das wirklich alles erstmal erfahren. Und das war gut so, wie es ist.
Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo die Seelenbilder, wo ich diese Gabe verschenken darf. Ich darf jetzt rausgehen und wirklich die Prozesse von anderen Menschen malen. Und dafür bin ich so dankbar. Und jetzt kommen die Tools wieder ins Spiel. viele Tools sind dazugekommen. Sowas wie Channeln, wo ich damals gar nicht wusste, was ist das, wie geht das, musste ich mir auch erstmal trauen. Ja, unter Channeln verstehe ich jetzt so am Anfang, da ist irgendein Geistwesen und das gibt dir was ein. Was meinst du mit Channeln? Also letztendlich ist es jetzt gerade so, wie es jetzt für mich gerade stimmig ist. Ich channel die Seele. Da, wenn ich sehe dir in die Augen und da kommen Impulse, da kommen Informationen, Bilder, Geschmäcker, wirklich alles Farben und zum Beispiel ein Fluss, ein Wasserfall und der zeigt mir wie was anderes. Manchmal reden sie, manchmal sagen sie Bilder, sprechen sie in Bildern. Und all diese Sachen kamen dazu, so wie Lichtsprache auch, das jetzt auch mit dabei ist. Was ist bitte Lichtsprache? Deine eigene Seelensprache, die, ja. Also das, die du dann übersetzt, weil Lichtsprache hört sich jetzt, ich meine, es gibt Französisch, Italienisch, Spanisch, das kann man übersetzen oder auch lernen. Was bitte ist dann Lichtsprache? Wie kannst du Lichtsprache von Französisch und Deutsch unterscheiden? Ja, also ich frage einfach auch alles so, gut. So raus. Alles ja, gut, super gut, weil so kann ich es erklären. Ja. Und zwar, Lichtsprache ist wirklich auf Zellebene. Das wird von jedem verstanden, aber nicht hier oben im Kopf. Ja. Weil wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, Wörter verwenden, ist das alles limitiert, alles begrenzt. Klarung. Und wir wollen gleich mit dem Verstand irgendwas verstehen und ausmalen, wie es wirklich ist. Aber diese Lichtsprache, die ist multidimensional. Und die kann wirklich auf Zellebene reparieren, heilen und wirklich integrieren. Alles. Ich habe schon so viel erlebt. Und stell dir das so vor, wenn ich channel und da ist jetzt ein Prozess, den du hast und dieser Prozess wird beschrieben, wie er geheilt werden darf, wie er im Kern erkannt wird, damit du heilen darfst. Ja. Und dann wird auf einmal, also ich höre das in Deutsch, diese Lichtsprache, sie wird mir aber durchgegeben in verschiedenen Wörtern, Tönen und alles ist ja Schwingung und diese Töne, Wörter, die sind zusammengereiht und ergeben die Sprache. Okay. Und jeder hat eine andere Seelensprache, Lichtsprache. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Und dies lasse ich jetzt sozusagen mit einfließen in die Channelings. Das kam alles mit zu. Und das war damals, wo ich angefangen habe, wo ich diese Bilder halt erstmal rausgegeben habe, um zu schauen, was mache ich eigentlich, war das gar nicht gegeben. Und ich konnte noch gar nicht greifen, was bis dato alles noch passieren wird. Ja. Also wenn ich das für mich zusammenfasse, ist ja, also zusammenfasse, was du unter Channeling verstehst, da fallen mir so ganz, ganz andere Begriffe ein, wie Lesen im morphischen Feld oder Akasha-Chronik. Ja, also dass man sich sozusagen in das Feld seines Gegenüber oder eines Klienten oder so in das Feld einklingt und dann alles sozusagen schauen darf, wenn man die Erlaubnis dazu ganz genau bekommen hat. Während für mich einfach bei Channeling, da gibt es die Christiane Hansmann, die den Salvador channelt, da gibt es die Nancy Holton, die den und den channelt. Oder wie auch immer, also so bestimmte Geistwesen. Ja, das ist ja für mich Channeling. Aber was du, ich will nicht recht haben, sondern nur deswegen habe ich nochmal nachgefragt, was du unter Channeling verstehst. Super gut. Dass du Kontakt aufnimmst und für mich ist die Seele ein Feld. Mhm. Ja, Kontakt aufnimmst zu diesem Feld eines Menschen, das was sozusagen der Teil, der individualisiert ist. Ja. Ansonsten sind wir ja gar nicht voneinander getrennt. Ja, ja, absolut. Ja, wunderschön. Das heißt, das ist im Laufe der Zeit dann dazugekommen, dass du überhaupt das Wort Seelenbild dann erst
gebrauchen konntest. Ganz genau. Das Wort, das kam wirklich dann irgendwann. Ich wusste, was es ist, was meine Gabe ist. Ja. Und stell dir das vor, wie so ein Diamant, den du am Strand im Sand findest. Die Wellen haben das angespült und auf einmal findest du ihn und du denkst so, das ist ein ganz normaler Stein, aber irgendwie gefällt er mir und naja, ich nehme ihn mal mit. Und den habe ich halt jeden Tag poliert. Ich habe meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus auf das Ziel gerichtet, was ich hier in dieser Welt machen darf. Mhm. Und was du der Welt geben kannst. Was ich der Welt geben kann, genau. Ja. Und irgendwann wurde es dieser wunderschöne Diamant. Ja. Und ich sehe den bildlich, das ist wirklich ein wunderschöner, blauer, riesengroßer Diamant. Mhm. Und er dreht sich rechts rum und mir wird gesagt, das ist wirklich, da kommt noch ganz viel mehr. Und das ist nur der Anfang. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, wo es mich hintreibt. Ja. Ja. Und spannend ist ja, du schreibst auf deiner Website seelen-wanderer. Genau.com. Ja. Schreibst du, dass du dich in der Regel irgendwo an den Waldrand stellst, deine Utensilien auspackst und dass dann Menschen zu dir kommen. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand, ein Herold vorwegkommt, Achtung, der Sven, der Hähnchen Sven kommt heute an den Waldrand, Leute, kommt her. Und lasst euch ein Seelenbild malen, sondern du packst aus und dann kommen die Leute. Ja, es ist wirklich Fügung und es kommen die richtigen Leute. Es sind wirklich die richtigen Leute. Ich habe das gestern und vorgestern ja gespürt. Es sind 16.000 Menschen und davon sind 10 die richtigen Leute. Und davon sind 5 bereit dafür. Ja. Und diese Menschen, die werden richtig angezogen. Die Augen treffen sich, es ist wie ein Sog. Und alle Informationen fließen schon auf anderen Ebenen. Und wir dürfen sie noch jetzt hier übermitteln. Also ich darf sie übermitteln. Ja. Und weißt du, in den Bildern ist das so schön, diese Heilung, weil du kannst es dir immer wieder angucken. Ja. Es macht den Raum so hell. Es hat so viele Eigenschaften. Und jedes Bild ist so unendlich anders. So einzigartig wie wir alle. Ja. Ja, ich habe mittlerweile über 1000 Bilder gemalt. Und kein Mensch hat gesagt, so, ich möchte das Bild zurückgeben. Im Gegenteil, sie haben alle geweint. Ja. Und also dann lass uns doch mal eben mal einfach so 2, 3 anschauen. Das mit dem Schwert hat mich natürlich sofort angefixt. Magst du kurz was zu dem Schwert? Ja, sehr gerne. Also ich habe dieses Bild gemalt und wusste noch gar nicht, wem es gehört. Vielleicht mache ich noch mal einen kleinen Schwenker, bevor wir zu dem Bild kommen. Ich habe so viele verschiedene Menschen und Charaktere kennengelernt. Viele Menschen habe ich Porträts gemalt, 1:1 Porträts, mit Bestimmung, Begabung, die ich erst 3 Wochen später kennengelernt habe. Und es ist immer witzig, weil man sieht die Menschen ja dann und schmunzelt schon, weil man es ja weiß. Und dann lässt man es einfach nur noch fließen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe für 9 Wochen alte Kinder, Babys, Seelenbilder gemalt und auf telepathischer Ebene einen Austausch gehabt. Das habe ich noch nie erlebt. Und so weiter. Es ist unglaublich. Und dieses Bild, was ich jetzt gemalt habe, Annahme deiner Macht, repräsentiert wirklich die Annahme in uns. Dass wir wirklich die Hände rausstrecken und sagen, so, ich nehme meine Macht an. Und viele assoziieren diese Macht als Missbrauch, weil sie selber Missbrauch in ihrer Kindheit erfahren haben. Und dieser Missbrauch kann auf allen Ebenen passiert sein. Es muss nicht immer sexuell sein, das kann auch ganz andere Ebenen sein. Ja, oder mit einem Stock erzogen ganz zu werden. Genau, ne? Ganz Schlägen. Genau. Und diese tiefen Wunden, die heilen. Diese Narben, die bleiben, aber die tiefen Wunden, die heilen. Und erinnern uns daran, unsere Macht wieder anzunehmen. Und eines Tages ist es soweit und dann kommt dieses Bild, also durch mich durch. Und ich habe so viel Infos bekommen zu diesem Bild, dass ich ein Channeling aufgenommen habe für alle Menschen, weil es ist ein Kollektiv, das seine Macht wieder annehmen darf.
Und das Wort für Selbstermächtigung. Ganz genau, ja. Und dieses Channeling habe ich dann online gestellt auf meiner Webseite. Mhm. Und das kann sich jeder anhören, der wirklich auch diese Gefühle gerade hat, so das berührt mich, da ist irgendwas, was gesehen werden möchte. Wir haben in den letzten 2 Jahren so viele Menschen gehabt, einschließlich meine, diese Ohnmachtsgefühle, die wir ja letztendlich aus der Kindheit kennen, ne, wenn wir der Erwachsenenwelt völlig ausgeliefert waren, der Ungerechtigkeit, der Widersinnigkeit, der Groteskheit. Ja. Und das kam ja jetzt alles hoch. Ja. Ja. Und jetzt ist es an der Zeit, absolut, deine Macht wieder anzunehmen. Ja, ja. Genau, du sagst es schon, das Schwert aus dem Boden zu ziehen und wieder wirklich vor sich hochzuhalten und wirklich in seine Kraft, in seine Mitte zu gehen und für das einzustehen, wofür er hier ist. Und dadurch seinen Platz einzunehmen. Erst. Ja, genau, seinen Platz hier auf der Erde. Ja, den Mut zu haben, jetzt wirklich seinen Platz auszufüllen, der für uns vorgesehen ist, wie in einem Puzzle. Ja. Ne? Kein Puzzleteil ist wie das andere. Und es ist scheißegal, wo eins fehlt. Ja. Wenn eins fehlt bei einem großen Puzzle, ist es unvollständig. Ja. Und wir haben nur bisher nicht den Hintern oder den Arsch in der Hose gehabt, wie auch immer, ohne es zu bewerten, diesen Platz einzunehmen. Und jetzt kommt dieses Bild als Sinnbild dafür, jetzt ist die Zeit. Ja. Aber hallo. Ja. Und jene Kräfte, die uns dahin gebracht haben, vielen Dank, durch ihre Repressalien uns in diese Entscheidung gebracht haben, das Schwert aus dem Boden zu ziehen. Genau. Ja. Und nochmal vielleicht auf das Channeling auf der Webseite zurück. Ja. Dort drin ist auch die Lichtsprache, wo man ein Gefühl dafür kriegt. Diese Lichtsprache wird wirklich etwas bewegen, wie schon gesagt, auf Zellebene. Und dass diese Integration in dir selbst auch geschehen darf. Weil viele haben immer so die Anläufe, wissen eigentlich schon, wo es lang geht. Aber es fehlt noch dieser letzte Funken. Und dafür sind diese Channelings da. Das ist so oft eine Aktivierung. Und ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe so viele Bilder, aber ich muss das malen, weißt du? Ja, du hast noch 2 im Köcher. Magst du kurz was zu den beiden sagen? Ja, am liebsten ist mir das mit den beiden Drachen. Das waren so die ersten Krafttiere, die ich gemalt habe. Ich habe mittlerweile 90 Drachen gemalt. 90 Drachen. Und ich hatte Tage, ich hatte Wochen, wo ich permanent gemalt habe. Ich habe nicht mehr aufhören können. Meine Freundin hat dann schon gesagt, so, hier sind noch Blätter. Die hat mir dann schon die Blätter hingelegt und ab und zu mal nach mir geguckt, ob es mir gut geht. Ja. So ein bisschen Wasser und dann ist gut. So. Ja. Und es hat mich sowas geführt auf einmal. Und diese 2 Drachen, wo ich damals noch gar nicht wusste, was wollen die von mir? Ich und Drachen? Nein, das kann nicht sein. Hat ja auch was mit Macht zu tun. Avatar. Dieser große Drache dann. Ja, stimmt. Das ist auch ganz viel Macht und altes Wissen. Ganz viel altes Wissen. Und da kam ein roter Drache, ein Feuerdrache, ein liebevoller, männlicher, roter Feuerdrache. Und der hat mich so unterstützt in dieser Zeit des Übergangs, wo ich jetzt bin in meiner Kraft. Und der andere Drache ist ein Kristalldrache gewesen. Und dieser Kristalldrache war unglaublich schön. Also man sieht die Bilder ja im Inneren so vor sich. Und das war so wundervoll. Und diese Liebe und diese Weisheit und diese Güte und all diese Aspekte der ganzen Drachen, die ich gemalt habe, für jedes war was dabei. Für jede Situation, Prozess war was dabei. Und diese 2 Drachen, die begleiten mich immer noch in meinem Bus. Die habe ich wirklich da hängen. Und die geben mir auch diese Stabilität, wenn ich dann mal irgendwie wanke. Ja. Und deswegen gehören die zur Nummer 2 auf jeden Fall dazu. Ja. Und haben wir noch ein drittes? Vielleicht das dritte nochmal mit dem, das passt ganz gut wegen der Annahme der Macht. Ich glaube, das ist so das Kernthema heute. Ich habe es gemalt und es sieht 1:1 wie ich aus. Naja, sagen wir mal nicht 1:1, aber es kommt mir schon sehr nahe.
meinem geistigen Ich. Okay. Und es hat eine blaue Aura, so wie meine auch. Und damals wusste ich gar nicht, also es kam alles dazu, auch das Aura-Sehen und so weiter. Und damals wusste ich gar nicht, ja, ich habe jetzt einen blauen Engel gemalt, habe ich gedacht, so, schön. Und der hat ein Schwert in seinem Boden stecken. Und dieses Schwert, dachte ich so, ja, okay, das ist dann wohl Erzengel Michael. Ja. Und so war mein Denken. Ich habe aber keine Informationen gekriegt. Und dann irgendwann so habe ich gemerkt, so, okay, ich roll das Papier ein und packe es vorne in die Windschutzscheibe als Schutz. Ich hatte da, jetzt verstehe ich das, aus damaliger Sicht verstehe ich es nicht. Ich hatte damals wirklich noch die Angst, mich wirklich so in dieser vollen Annahme, in dieser Anmacht anzunehmen. Mhm. Und habe das als Schutz sozusagen noch gebraucht, um dorthin zu gelangen. Und es ist faszinierend. Ich male heute noch, also nicht nur für andere, sondern auch immer für mich. Es ist immer für beide was dabei. Und auf allen Ebenen wird so viel Heilung passieren. Manchmal, ich habe Seelenbilder gemalt, da waren gar keine Worte wichtig. Wir haben wirklich manchmal auch telefoniert und dann war Stille. Und da ging so viel durch. Es ist alles, es ist so viel. Ja, ja. Und das heißt, also wenn du irgendwo hinfährst, du suchst dir den Platz spontan aus? Ja, ich lasse mich führen, ja. Okay, und packst einfach aus. Ja, ich lasse mich wirklich führen und komme irgendwann an so und denk so, ja, hier ist stimmig. Mhm. Und pack aus. Und die Menschen kommen. Das ist unglaublich schön. Viele finden den Weg auch online zu mir. Es ist jetzt nicht so, als würde ich nur vor Ort malen. Ja. Aber das sind natürlich noch wundervollere Begegnungen und da steckt noch mehr dahinter. Mhm. Und wenn ich jetzt Menschen im Internet kennenlerne, ist es das Gleiche. Es fühlt sich genauso rund und warm und weich an. Und sie sind genauso geborgen und da bricht nichts ab. Der Prozess wird immer gesehen im Kern. Und mittlerweile nehme ich wirklich nur noch 10 bis 15 Menschen im Monat an, weil ich merke, ich habe die Zeit auch durch, wo ich wirklich gesagt habe, so, jetzt gebe ich Gas, es läuft und ich mache so viel wie möglich. Und da habe ich gemerkt, irgendwann ist vorbei. Dann kommt dieser Punkt, wo sich's dreht. Ja. Und du bist nicht mehr authentisch, du bist nicht mehr in deiner Macht, du bist nicht mehr in deiner Mitte und es geht wieder rückläufig. Die geistige Welt zeigt dir das auf. Und dann lieber 10 Menschen, 15 Menschen, wo ich wirklich stimmig mit bin und nicht mehr die Menschen annehme, wo es noch nicht so weit ist. Es gibt Menschen, die kommen, das ist noch nicht so weit. Ich spüre das und dann vermittle ich denen das auch. Mach noch mal im halben Jahr. Ja. Weil es braucht auch diese Zeit. Manche wissen es sofort, aber manche hadern noch mit sich. Und diese Zeit, die ist so wichtig, weil wenn du dich ein halbes Jahr auf was fokussierst, auf dein Ziel, und das Bild repräsentiert das Ziel zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, weil es manifestiert sich ja dann. Es baut sich auf, da ist eine Energie, die sich aufbaut und manchmal ist sie einfach noch nicht dran. Und so kommen und gehen Menschen und es ist immer wieder anders und schön. Ja. Das heißt, du führst mit den Menschen auch ein Gespräch, immer. Mhm. Und zum Seelenbild gehört dann auch dieses, was du wahrnimmst. Ja. Was du Channeling nennst und was ich sozusagen lesen in seinem Feld oder so nennen würde. Aber nochmal, willst du recht haben oder glücklich sein? Ich bin wieder lieber glücklich. Nur für mich war das Channeling. Ich finde das super gut, wie du es gesagt hast, weil nichts anderes ist es. Wir nehmen uns das ja aus dem Feld. Mhm. Und haben die Information da. Ja. Und wenn wir diese Felder fühlen, dann ist diese Information natürlich auch da. Ja. Gerade wenn diese Resonanz so groß ist, dass sie unüberhörbar ist. Mhm. Und dann darf sie wirklich auch raus. Ja. Ja, ja, ich mache wirklich Erstgespräche. Ich habe damals, nochmal auf die Channelings, ich habe das damals als Telefonat gemacht. Mhm. Aber mittlerweile mache ich es als Audiodatei, die dann immer dazukommt, wenn das Bild zu Hause angekommen ist. Weil ich habe gemerkt, in dieser Stunde Telefonat waren so viele Informationen, die Menschen haben nach 20 Minuten schon so zugemacht. Ja, ja. Also nicht zugemacht, aber sie konnten es nicht mehr aufnehmen.
Und es war so wichtig, so, so wichtig. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache eine Audiodatei. Mhm. Und dann können Sie sich das immer wieder anhören. Ja. Und es ist wirklich heilsam, diese Frequenzen der Lichtsprache und der anderen Wesen, die da durchkommen. Das ist ja immer was anderes, die Schwingung dahinter. Und seitdem mache ich nur noch Audios. Aber ich habe ein Erstgespräch, wo, wenn man auf meiner Seite ist, dann sieht man das. Ein Erstgespräch, wo Sie wirklich auswählen können, was Sie möchten. Ein Seelenbild mit Channeling oder ein Seelenbild mit Zoom. Und dann geht es halt weiter ins Detail. Dann wählt man einen Termin mit mir aus. Und dort haben wir wirklich 15 Minuten Zeit. Ja. Also ich nehme mir 15 Minuten meine Zeit und schaue dann, was es da braucht. Und schaue auch, ob ich es malen kann. Weil ich sage nicht, hey, ja, wir machen das, wenn es nicht so ist. Und das ist mir immer wichtig, weil man hört sich, man fühlt sich und dann baut sich da ja schon was auf. Und daran kann ich fühlen und sehen so, also ich sehe ja, wenn die Menschen reden, sie müssen mir die Impulse geben, sonst kann ich nichts tun. Ja. Sonst sehe ich da nichts. Und das kommt dann halt in diesem Erstgespräch alles. Genau. Mhm. Ja. Wenn du jetzt nach fünf Jahren. Mhm. Was wird in fünf Jahren sein? Wow. Wenn ich dich jetzt so anschaue, so, ja, dann wird genau das Richtige kommen. Ja. Aber ob ich noch das Gleiche tue, weiß ich nicht. Ne? Genau, jetzt ist es gerade so, wie es ist. Ja. Es ist stimmig und richtig. Und ich merke, also die Impulse, wenn du sagst, fünf Jahre, dann sehe ich Hawaii, dann sehe ich Maui, Reisen, braun gebrannt, nur noch Badehose. Sowas sehe ich dann. Okay. Und es ist alles leichter, alles heller. Mehr nehme ich nicht wahr. Mhm. Und das sind die Impulse, die auch vollkommen reichen, weil sonst kommt danach der Verstand wieder. Wollte ich gerade sagen. Also es ist natürlich der geneigte Zuhörer, der sich mit Spiritualität noch ein bisschen schwer tut, könnte das so, naja, das ist so, so eine Quatsche, ne? Und ach ja, alles goldenes Zeitalter und sonst was. Mhm. Aber was das ausmacht, wenn ich mich sozusagen in die Zukunft versetze, fünf Jahre, und da kommt ein klares Bild von Leichtigkeit, dann hilft mir das doch jetzt. Dieses Jetzt, was nun von allen Seiten mit Schwere, und vor allen Dingen mit Angst. Und noch mehr Angst. Und noch mehr Angst und noch mehr Angst. Nehmt ihr Angst an. Ja, nehmt ihr Angst an, geht durch. Geht durch und du siehst dich in fünf Jahren in Maui oder auf Maui. Ja. Ich glaube, eine Insel, ne? Ja, ich glaube, sie heißt Maui. Also, ja. Und Leichtigkeit. Ja. Leichtigkeit, ja. Nehmt die Angst und geht durch. Genau das ist es. Ja. Weil wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, dann gibt es kein Maui. Dann gibt es immer weiter Angst, bis man sie durchdringt, durchläuft. Und das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen hart an. Aber ich musste auch wirklich da durchgehen, durch diese ganzen Ängste. Ja. Und sie hören nicht auf. Ich bin da kein Heiliger, der da durch ist und keine Ängste mehr hat. Und ich begegne den Menschen auf Augenhöhe. Wenn ich mit ihnen rede, ist keiner besser, keiner schlechter. Ja. Wir sind einfach nur auf gleicher Augenhöhe. Egal, wer da ist. Und das macht es so kostbar. Mhm. Das vermittle ich ihnen auch. Ja. Ja. Ja, ich meine, in dem Wissen, dass wir uns eigentlich immer nur selbst begegnen. Mhm. Ja. Mhm. Sozusagen, das war bei Yogananda, der wurde von seinem Lehrer so durch den Ort geführt und dann wurde er gefragt, was siehst du da? Ja, ein Bettler. Nee, sagt er, da sitzt du als Bettler. Mm, Also dieses wirklich sich bewusst werden, dass wir mit allem, was ist, verbunden sind und eigentlich nur andere Ausdrucksformen oder individualisierte Ausdrucksformen eines großen Ganzen sind. Ja. Und dann tun wir das, was wir vermeintlich für andere tun, immer für uns. Wow. Und umgekehrt natürlich, wenn wir jemanden wehtun, ihn verletzen und dann vielleicht sogar noch unter Vorsatz, dann
verletzen wir uns selber. Mhm, ganz genau. Immer. Ja. 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 Ja, Sven, gibt es für dich, wenn du jetzt, das habe ich mir abgeguckt bei Bruno Württemberger, der hat dann so, am Schluss eine Frage. Wenn du jetzt der ganzen Welt ja, eine Botschaft übermitteln könntest, die würde jetzt auf allen Kanälen der Welt erscheinen. Ja. Welche Botschaft würdest du ihnen geben? Oh, jetzt? Wie schön das, ja. Mir kommt ein Bild, wo einfach nur ein Strand Sand ist, feinster Sand, und ich male wirklich mit meiner Hand ganz groß Liebe rein. Und ich fahre mit meinem Bewusstsein raus und sehe das von oben. Und alle sehen es auch von oben. Und es geht nur um Liebe. Im Kern geht es um Liebe. Mhm. Ja, genau. Das, das ist das, was ich gerne mitteilen möchte. Das heißt, dass Maui das Produkt der Liebe sein wird. Absolut. Wunderschön. Sven, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir auch. Auf dem Weg zurück in die Schweiz, da bist du jetzt öfter mal, weil dort eine Frau auf dich wartet. Ganz genau, eine wunderschöne Frau. Ja. Und ich habe sie wirklich mal, also vielleicht noch einen kleinen Schwenk. Bitte. Ich habe sie kennengelernt und wir haben uns gesagt, hey, wir malen uns gegenseitig unsere Seelenbilder. Okay. Sie ist Künstlerin und malt Gesichter der Liebe. Und sie ist pure Liebe. Ja. Und bald sind wir zu dritt. Wunderschön. Und ich freue mich so sehr. Ja. Donnerstag bin ich wieder bei ihr. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen weg, weil ich viele Sachen hier in Deutschland, viele Sachen gemacht habe halt. Ja. Und ja, es bleibt spannend, wie es sich kristallisiert, was kommt. Ich weiß nur, dass es groß wird, lichtvoll und wunderschön. Und das in Liebe. Ja, vielen, vielen Dank. Sven Hähnchen. Ja, ihr Lieben, jeder, der jetzt da unter dieses Video schreibt, ESO-Geschwurbel, du schreibst dir das selber. Du schreibst dir das selber. Die Authentizität, das, was uns ausmacht, geht nur, wenn wir uns dem stellen, was da geheilt werden will. Und Sven hat hier eben ein Plädoyer für Heilung gegeben. Und die möge uns allen jetzt zuteil werden, wenn wir dazu bereit sind, das zu heilen oder heilen zu lassen, was nach Heilung ruft, ja, vielleicht sogar schreit. Und die Macht und die Ohnmacht, vor allen Dingen die Ohnmacht, will jetzt geheilt und transformiert werden in die Selbstermächtigung mit diesem Bild des vor sich gehaltenen Schwertes. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und die Hintergrundgeräusche sagen, ist jetzt gut. Ja. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.